Okay, ich häng fest. Mist. So. Werden von ihren eigenen Dingern umgeschossen. Das ist auch gut. Wow. Okay. Stimmt doch gar nicht. Das ist dein Ruf. Bin ich hier. Mach ich die Dinger denn kaputt? Naja. Wo fährt das denn hin? Alter, keine Mitfahrgelegenheit. Und erstmal anhören. Tja, Fitzroy. Gerissen sind sie. Das muss man ihnen lassen. Ich habe hier oben ein paar Bärenfallen entlang der Skylines aufgestellt. Wollte einen von ihren Kurieren bluten lassen, bis er sie verpfeift. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kuriere. Trickser. Jetzt ist da dieser Indianer-Knirps. Man sieht mich mit großen Augen an. Musste ihm ein Bein abnehmen. Das verdammte Ding liegt ja einfach zwischen uns rum. Wenn er wenigstens heulen würde oder irgendwas. Ich hab grad das Kind Ding genannt. Elizabeth? Okay. Okay, wenigstens einer kaputt. Aua. Salze. Mal treffen. Nein, keine Salzen mehr. Komm, wir müssen Salze finden. Medizin brauchen wir nicht. Vielleicht liegt hier noch irgendwo Salz. Alter. Ist jetzt gut mal. Wo ist er denn? Wo ist sie denn? Weiß ich doch. Perfekt getimt. Danke. Nein, nein, nein. Puh. So. Kann ich mir den Rest auch noch krallen? Wie komme ich denn darüber? Zack. Öffnen!
Was schießen die denn? Okay. Er macht das schon, Freunde. Was ist, wenn der Prophet blind ist? Nein, nicht für die Familie. Ja. Toll. Bitte. So. Da ist sie auch wieder. Schnell weg hier. Elizabeth. Bin dabei. So. Danke. Bereich verlassen. Die Verarsche. Schroffe Architektur, schroffe Männer. Tja, so sind die Männer von heute. Ne? Ja. Wieder alles aus Gold. Bin ich zum Clown? Keiner da. Ist unheimlich. Ja, das habe ich schon gesehen. Dankeschön. Nein, wir wollen keine neue Waffe. Na, hast du Rechnung gefunden? Danke, Elisabeth. Zieh die Schlinge zu. Ziemlich schön. Ich will aber nicht rein, Ferkel. Ja, das ist gut. Ich denke nicht. Naja, ihr macht das schon. Dann brauchen wir wieder einen Schlüssel. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Okay, dann wissen wir auch, wo der Schlüssel zu dieser Truhe ist. Vielleicht finden wir irgendwo einen Barkeeper. Ja, kommt her, greift an. Ich töte dich! Ich denke nicht. Jetzt weiß ich auch, warum ich immer leider nachsag. Aber danke für den Hinweis. Was? So. So. Habt ihr schon mal gemerkt, dass immer im unpassendsten Moment man nachladen muss? Was? Deine Unschuld? Nein, es hat sich ausgeladen. Salz. Oxophon.
abends haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich in Comstock House anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Okay. Toll. Öffnen den Safe, da ist aber das ganze Geld da drin. Ja, Pech für sie, Glück für uns. Tick, tack, tick, tack. Von da kommen wir, müssten wir hoch. Denke ich jetzt einfach mal. Verschlossen. Eine Sekunde. Okay. Eins. Zwei. Geschafft. Es waren aber zwei Sekunden. Du, der ist nach. Ah, nein, nein. Gut, nehmen wir mal Gesundheit. Gut. Gut, behütetes Leben. Du bist kurzzeitig unverwundbar, wenn du Gesundheit durch Snacks oder Gesundheitskits erlangst. Na. Na, na, na. Stopp, Devox, guck die RTL. Nein, guckt am besten gar kein Fernsehen. Verblödet man nur. Ich habe ja selbst seit einigen Jahren kein TV mehr und vermisse ich es. Nee. Ah. Hier geht's lang. Denke ich. Umkleide. Oh, lala. Da läuft doch noch Wasser. Ob da noch einer drunter steht? Nö. Wären die Sachen nicht nass? Naja. Okay. Vergesst es, hier geht's nicht weiter. Du weißt doch immer, wo es lang geht, hä? Geh du mal vor. Ah, runter, okay. Ich will immer hoch hinaus, deshalb. Oh. Da sind sie, die Geräte. Schaut. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Kriegst du das auf? Echt? Ja. Dieses olle Schloss? Ja. Erledigt. Schock. Das müssen ja wirklich alle Schlösser sein. Wem so. Hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Das klang jetzt voll überzeugend, mein Freund. Naja. Ich nehme mal an, du erzählst dir auch alles, damit sie nur mitgeht. Wie kriegen wir das Zeug denn hier weg? So rein. Gefragt mal so. Lass mich mal durch. Dankeschön. Du kannst ruhig reinkommen. Nein. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Sag ich doch. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Hier, gut aufheben. Danke. So. Ist hier noch was? Nö. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss.
Zu einer anderen Version dieses Raums ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind, dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Burka, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Das hast du schon beim letzten Riss gesagt. Die Frage ist nicht, ob wir wollen, sondern ob uns eine andere Wahl bleibt. Ich denke nicht.